Jane Fox auf Reisen ist nach wie vor aktuell und funktioniert besser, als ich es mir je habe erträumen lassen. Jetzt bin ich in Las Vegas. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Zunächst dachten viele, und das ist auch nachvollziehbar, dass ich dann eher im Urlaub bin als auf einer Arbeitsreise. Aber nachdem sie gemerkt haben, dass ich nach wie vor erreichbar bin und dass nach wie vor Arbeiten und Aufgaben erledigt werden, ist es für sie ganz normal geworden. Und ich höre öfter die Frage, na, wo sind sie gerade, wo erreiche ich sie? How I wish that there were... Die USA ist einfach... deutlich anderes Land. Und die Stadt an sich, hier in der Wüste, im Nichts. Die Musik, das Schrille, das Bunte, das Helle, das immer Blinkende und immer Lebende hier, das ist faszinierend. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing. Ich arbeite hier etwas weniger, aufgrund der Zeitverschiebung ist es für mich eine Inspirationsreise. Man arbeitet ja doch jeden Tag in diesem Hamsterrad, von morgens bis abends, manchmal auch mal eine Nachtschicht, aber es ist doch immer das Gleiche, man sitzt an seinem Schreibtisch, in seinem Büro, an seinem Rechner. Und wenn ich viel unterwegs war, habe ich gemerkt, dass es immer wieder die Frische neu bringt. Also nicht nur die Inspiration, sondern auch die Lust an der Arbeit. Die erneuert sich immer wieder. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Das Netzwerk habe ich insofern erweitert, was eher Geschäftspartner angeht, weniger Kunden. Aber zum Beispiel, ich konnte das Netzwerk an Freelancern etwas erweitern. Was ich mir hier in Vegas ganz besonders angeschaut habe und allgemein in den USA, das Fernsehen und das Internet und was hier auf der Straße und in den Broschüren und Magazinen passiert, ist, ich habe mir die Social-Media-Sache etwas näher angeschaut, wie geht ein Land damit um, aus dem dieses Social-Media-Thema kommt, wie weit sind die, wie kommunizieren die damit, welche Wege gibt es, wie binden die Facebook, Twitter und sonstige Dinge ein, wie wird dieses ganze Thema hier in der Werbung verwendet. Und was ich mir auch angeguckt habe, ist das Design. Wie ist das Design in Las Vegas und in den USA allgemein? Also man muss schon sagen, dass die das Ganze schon sehr kreativ nutzen. Also es ist nicht einfach nur wie an irgendeiner Straßenkreuzung, so wie ich es kenne in Deutschland, dass da so nacheinander die Filmchen ablaufen, sondern die nutzen auch dieses extreme Hochkantformat aus, um die Werbung dort zum Beispiel reinzuquetschen, aber dann so mit Absicht reinzuquetschen, dass man sieht, dass es also vielleicht eher die Not zur Tugend gemacht wurde. Weil die Leuchtreklame ist hier sehr hoch, weil man muss sie von sehr weit weg erkennen und trotzdem muss man sofort realisieren, um was geht es da, um welche Show geht es jetzt schon. Also es ist sehr, sehr, sehr modern, wahnsinnig bunt und es sieht vom Design her auch super aus. Also es ist absolut state of the art hier. Die Stadt ist immer im Wandel und das bin ich auch. Das kann man nur in sich aufnehmen und dann irgendwann zu Hause wieder aufspucken.